wie ihr wünscht. Sofort. So, das Gebiet hat er auch eingekascht. Verstanden. Da entdecken wir noch die Stadt. Seid gegrüßt, Ritter. Ihr seid weit gereist, um uns zu helfen. Und das wissen wir zu schätzen. Doch wir... Ich kann feindliche Soldaten überzeugen, die Seiten zu wechseln und für meine Sache zu kämpfen. Ei! Ich werde angegriffen! Jawohl! Jetzt hat er den anderen nicht unterbrochen. Aufgeben! Wie unschön. Um mir zu sagen, dass er feindliche Soldaten bekehren kann. Sofort! Jawohl! So, die schicken wir den Tod. Wie weil ihr wir wünscht. Brauchen das Geld. Du könntest jetzt gerade nicht für Leute wie dich ausgeben. Sofort! Okay. Ja, weiter ausbauen. Unsere Truppen werden angegriffen. Unsere Truppen sind tot. Eine Militäreinheit wurde geschlagen. Ihr habt bewiesen, dass ihr in dieser Wüste überleben könnt. Redet mit den Dörfern und helft ihnen dabei, ihre Unabhängigkeit von Husram zurückzugewinnen. Wir sind freie Leute. Und wir fürchten Crimson Sabbat und ihren Herrn. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Ja. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir Wasser produzieren können. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Und ja, ein Karren wurde ausgesandt. In Husran sehen die, also im Süden, sehen auch die Burgen wieder anders aus, eher wie so ein Vor wie Alamo. Oder was man so aus dem aus der französischen Fremdenlegion kennt. So, Steine kommen. Auf euren Befehl. Dann fangen wir schon mal hier mit einem Tor an. Machen hier mal dicht. So. Wir fördern ihn. Ich werde mich dieses Titels und eures Vertrauens als würdig erweisen. So, da kommt das Wasser für die andere Stadt. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Ja. Jetzt warten wir auf Gold und Stein. Wie viel kostet alles der klar. Sektor hier? Verstanden. Der ist hoffentlich nicht so teuer wie der Sektor hier, weil es in dem Sektor ja alles gibt, was wir so gebraucht haben. Ah,
Wie viel kostet der? 200. Ah, das können wir uns super leisten. Weil hier kriegen wir dann unser Eisen her. Und wenn es sein muss, müssen wir halt in die Richtung expandieren und die beiden Sektoren noch einnehmen. So, dann fangen wir auch schon mal an mit unserem nächsten. Also mit einem Besenmacher und zwei Seifenmachern. So. Ziehen wir hier eine Straße runter, um dann nachher noch mehr Gebäude errichten zu können. Ach, und am besten auch hier eine Straße lang. Ich wüsste halt nicht, dass wir mit Dromedaren was anfangen können. So, warten wir jetzt auf. Wir sind freie Leute. Und wir fürchten Crimson Sabbat und ihren Herrn. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Können wir gleich die Straße hier verlängern und sie dann zu der Biene schwenken. Jetzt aber erstmal bitte den Stein, der gleich kommt, damit wir den Brunnenmarktplatz ausbauen können. Also das Lagerhaus inklusive Marktplatz. So. Ein Karren wurde ausgesandt. Zum Glück zählt die Zeit schon, hört die Zeit schon auf zu laufen, wenn wir auf Gesendet klicken. So, jetzt können wir jederzeit genug Wasser losschicken. Das ist gut. Ein Karren wurde ausgesandt. Für uns und die Dörfer. So, jetzt heißt es wieder sparen an Geld. So, ich könnte die Kirche ausbauen, wenn ich die Steine dazu hätte, aber ich hätte gerne erstmal dieses Territorium, dass wir uns erstens um Eisen kümmern können hat uns gerettet. Und zweitens uns abriegeln können. Dank. Aber wir müssen auch langsam ans Militär denken. Und ja, da wir hier so schlecht Wolle produzieren können, kommt noch eine Gerberei hinzu. Ihr seht auch, es gibt keinen Fisch auf dieser Map.
Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. So, Gerberei ist fertig. Und ja, vielleicht werde ich Honig hier machen und hier oben doch ein bisschen Weizen an. Sollte ich ein bisschen Weizen anbauen? Viel wird es nicht reichen. Aber wenigstens um eine Bäckerei versorgen zu können, dürfte es reichen. So, das Gold ist jetzt da, damit wir unseren Außenposten hier errichten können. Machen wir ihn hier oben hin. Dann werden wir hier zumachen und dann die Kirche ausbauen. Wir sind freie Leute. Und wir fürchten Crimson Sabbat und ihren Herrn. Wenn wir uns auflehnen, wird sie unsere Wasserversorgung kappen. Von nun an müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Sonst haben wir ein ernstes Problem. Ah, warten wir wieder, bis wir eine Minute haben. Wir verurteilen Crimson Sabbats Einmischung in Husran. Deshalb stellen wir uns auf eure Seite. Doch sie wird uns die Wasserversorgung kappen. So viel ist sicher. Damit unser Dorf überlebt, müsst ihr uns regelmäßig Wasser schicken. Wir haben ein Territorium eingenommen. So. Hm? Oh, Löwen. Gut, das heißt, jetzt ein Stadttor hier errichten. Sind wir schon mal hier gesichert? Warum auch immer du den Weg da oben rumnimmst. Ah, jetzt hast du geschnallt, dass da eine Straße ist. Ei! Auf euren Befehl. Also ja, auf lange oder kurze Sicht wird es wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als den Steinbruch auch noch einzunehmen. So. Ein Karren wurde ausgesandt. Jetzt schicken wir wieder Wasser los. Ja, ja, kennen wir alles. So, unsere zweite Mauer ist fertig. Jetzt warten wir auf das Geld. Werden wir uns hier um die erste Schwertkämpferkaserne kümmern können. So. Euer Wasser hat uns gerettet. Habt Dank. Wir könnten uns selbst mit Wasser versorgen. Doch hungrige Löwen hausen in der Nähe des Flusses. Bitte besiegt diese Löwen. Damit wir wieder sicher zu unserer Wasserstelle kommen. Mhm. Deswegen, darum kümmern wir uns ja jetzt langsam. Also um Militär, um uns.
Der macht sich schon auf den Weg mit einem Eisenpacker. Ich hätte vielleicht noch warten sollen.